Nein, ich muss jetzt anfangen hier mit der Scheiße. So, willkommen bei So geht das heute mit Butter zu Gast. Die Gute von Tipp, mein Freund und Helfer. Die ist auch schon ein bisschen weich, aber was ist das für ein. Was? Stellt euch vor, es ist Weihnachten und ihr habt keine Kerzen mehr. Und ihr habt auch keine Orangen mehr, weil ihr die auch schon alle gegessen habt, aus denen ihr eine Kerze basteln könntet. Aber vom Plätzchenbacken ist noch eine Jote Butter übrig. Aus der könnt ihr jetzt eine Kerze basteln. Oder auch nicht. Das testen wir jetzt mal. Und weil ich heute einen spendablen Tag mache, machen wir direkt zwei Kerzen auf einmal. Und dafür müsst ihr eure Butter einmal mit der Verpackung in der Mitte zerschneiden. Und das wird jetzt sehr lustig, weil die schon sehr weich ist. Weiche Butter. So, Yippie. Nummer eins, Nummer zwei. Und jetzt braucht ihr natürlich noch einen Docht. Und um den zu basteln, nehmt ihr euch ganz normales Papier, Klopapier, Küchenpapier und reißt euch da oder schneidet euch, wenn ihr eine Schere habt, aber wir sind natürlich wieder top vorbereitet, so ein schönes Quadrat daraus. So. Und dieses müsst ihr jetzt quasi einmal in ein Dreieck falten und dann einrollen, sodass ein, ja doch, ein Strich, ein etwas entsteht, was ihr dann so schön verzwirbeln könnt. So. So sollte das ungefähr aussehen. Und das sollte jetzt von der Länge auch ungefähr so lang sein, dass es gerade so ein bisschen rausguckt aus eurer Butter. Das heißt, ich klappe das hier unten noch mal ein bisschen um. Das kommt ganz gut hin. Und jetzt müsst ihr in eure Butter ein kleines Loch machen. Dazu nehmt ihr am besten einen Zahnstocher oder einen Schaschlik, Spieß, Dings, Bums. Egal, auf jeden Fall irgendwas, womit ihr da reinstechen könnt. Und jetzt drückt ihr euren vorgefertigten Docht einmal mit diesem Spieß da rein. So, das hat ja ganz gut funktioniert. Und das Loch könnt ihr jetzt auch wieder so ein bisschen zubuddeln. Und den Docht müsst ihr jetzt noch so ein bisschen bebuttern, sodass der quasi schon mal ein bisschen Fett abbekommen hat. Und nun soll man das angeblich total einfach anzünden können. Riecht auf jeden Fall nach Butter. Wer keinen Buttergeruch mag, der sollte sich das nicht basteln. Aber sie brennen. Zwar ein bisschen laut, aber. So, ein abschließendes Fazit. Ich hätte nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Sie sind auch direkt angegangen, haben nur ein bisschen geknistert, beziehungsweise knistern auch noch ab und zu ein bisschen. So wie wenn man halt Butter in die Pfanne packt. Das knistert ja dann auch irgendwann, wenn es heiß wird. Aber ich muss sagen, ich finde, es ist ein echt cooler Lifehack. Nur nicht so gut wie die Orangen, weil es riecht nicht so lecker und es sieht irgendwie auch nicht so schön aus. Aber es funktioniert auf jeden Fall. Deswegen würde ich im Grunde sagen, ein Punkt weniger. 7 von 10 Punkten. Das haben sie schon verdient, weil sie funktionieren echt gut und es sieht wirklich aus wie eine Kerze. Man könnte das jetzt noch ein bisschen hübscher machen, aber hätte ich nicht gedacht. Geil. Es riecht schon doll nach Butter, aber ich finde das geil.